Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit der neuen Apple iPhone-Reihe und hier ist es bereits, das neue Apple iPhone 12 Mini, das kleinste aus der diesjährigen 12er-Reihe. Zum Vergleich liegen hier oben schon die normalgroßen 12er, das normale 12er und das 12 Pro. Und gefilmt wird das Ganze hier mit dem 12 Pro Max. Dem 6,7 Zoll Oschi, der filmt jetzt den 5,4 Zoll Mini. Das hier ist die Basisversion mit nur 64 GB Speicherplatz und es ist rot. Gut, das Rote erkennt man an der roten Schrift, dem roten Apfellogo und dem roten Gerät vorne drauf. Und wie wir es so oft kennen, ich meine zur Abmessung, vorne das Bild ist genau die Größe vom Mini oder vom Gerät drin. Und wenn man das jetzt hier mal mit dem Max, also naja, zwischen einem Mini und einem Max, ich glaube nicht, dass sich da einer entscheidet, aber der Vergleich zu den normalen wird jetzt sehr interessant. Packen wir es jetzt endlich mal aus. So, Folie einmal weg. Ist das, also Verpackung? Hoi, ist das niedlich? Oh Mann, ich bin nicht niedlich. Grüße an die Känguru-Fans. Legen wir es mal ganz kurz. Oh, guck mal, und es ist rot. Edition Red mal wieder. Sehr schön, das freut mich jetzt. Ja, ich ignoriere das Telefon, stürze mich aufs Zubehör. Nummer 1, es ist rot, das freut mich. Genau, der Hinweis auf ein Product Red. Einfach nochmal der Hinweis von Apple, was das bedeutet. SIM-Karten-Tool, kleingedrucktes und auch nur einen weißen Ablaufkleber, trotz eines Product Red Produkts. Ansonsten ist in der Verpackung nicht viel Platz. Wir haben aber dennoch ein weißes Lightning auf USB-C-Kabel. Zumindest bei den Red Editions könnten sie doch auch mal was Rotes dabei legen. Und das war's. Keine Kopfhörer, kein Case, kein Adapter, ne? Nix, noch nicht mal ein Ladegerät. Wer ein extra Ladegerät haben möchte, zum Beispiel das 20 Watt Teil von Apple, muss dann nochmal 24,50 Euro ausgeben. Das dazu. Und bevor wir uns jetzt das Gerät näher angucken, schließe ich ganz kurz das Mikro an, um zu sehen, ob man da einen Unterschied hört. So, also schnappen wir uns das kleinste 12er des Jahres. Und das ist schon, guck mal hier, verschwindend gering. Das ist handlich, ich bleib bei niedlich. Mann, ist das niedlich. Auf der Vorderseite, weil ein Benutzerhandbuch oder so ein Starter-Guide haben wir nicht mehr. Das Einzige, womit man jetzt zurechtkommen muss, ist diese Pappfolie vorne drauf, die sagt, hier ist der An- und Ausschalter, leiser, lauter und der Mute-Switch. Und das Abziehen der Folie, ach ja, hier unten noch der Blitz für, da musst du laden. Unspektakulär. Das war früher schöner. So, aber das sieht schon schön aus. Vor allem das Rote. Ihr seht es, die Farbe, bei der ihr euch für das Gerät entscheidet, auch wenn ihr gerade auf das iPhone guckt, ne, der Rahmen schimmert durch. Und das ist dieses matte Rot vom Alurahmen, das gefällt mir gerade ausgesprochen gut. Das ist so der Moment, wo ich mir fast noch wünschen würde, ach, die ganze Rückseite wäre doch matt auch schon mal schön. Wobei ich sagen muss, das glänzende Rot jetzt rein und Farbe ist immer, ihr nehmt einfach die Farbe, die euch am besten gefällt. Aber das Rote gefällt mir gerade ausgesprochen gut. Ne? Unten das Product Red in Silber, der Apfel in Silber, aber über allem liegt ja die Glasschicht. Gucken wir ums Gerät rum. Ich komme problemlos an die An- und Aus-Taste als Rechtshänder. Ich komme an leiser und auch an lauter als Rechtshänder. Und ich schalte es auch direkt mal ein, um was vom Display dann zu sehen. Na, komm, so. Als Linkshänder komme ich sowohl an leiser als auch an lauter. Und jetzt kommt's. Ich komme auch problemlos. Aber guckt mal hier, wie viel Platz ich da noch habe. Problemlos an den Mute-Switch und dann an und aus komme ich auch als Linkshänder. Sehr schöne Nummer. Da haben wir das Gerät. Wir haben nach wie vor einen Rahmen ums Display und natürlich oben auch die Notch für Face ID. So, und ein Mikrofon, ich hätte schon fast USB-C gesagt. Nein, es ist ja nicht USB-C, es ist ja nach wie vor Lightning. Und Lautsprecher, rechts dann wie gesagt an und aus, oben nichts, links die drei Tasten, SIM-Karten-Tool für eine Nano-SIM-Karte und wer eSIM will, naja, die ist ja auch drin verbaut, auch beim Kleinen, das ist ja das Schöne, das Kleine steht dem Großen in nichts nach, außer halt wie groß das Display ist und die Akkulaufzeit. Die Amis haben die Dinger ja schon durchgetestet und sagen, die Akkulaufzeit ist schlechter. Wie viel schlechter und was jetzt im normalen Alltag das Ganze bedeutet, auch im Vergleich zu den anderen, finde ich natürlich auch noch raus. Dafür kann sich das kleine Mini ja rühmen. Es hat das schärfste Display. 476 ppi ist so ein Ticken minimal, so im einstelligen ppi-Messzahlbereich schärfer als die anderen. Das fällt nicht auf, aber es ist was. Ne, man kann wenigstens sagen, das Mini ist das schärfste. So, und ansonsten bin ich hier gerade echt von positiv an, also überrascht, wie nett sich das anfühlt. So, mal zum Vergleich und das, krass, also normales 12er ist hier im Vergleich ein riesiger Sprung. Das ist
Osch, ich will nicht sagen Oschi-mäßig, aber die diesjährigen normalen 6,1 Zoll Geräte sind schon groß. Da muss ich sagen, das normale, also das Mini ist schon echt handlich. Das ist, ich meine, Google hat es dieses Jahr geschafft, handliche Pixelgeräte rauszubringen, aber was Apple hier auch macht, auch schön. Und vor allem im Vergleich zum SE, da ist das Mini schon, gut, ist das Mini doppelt so teuer mit knapp unter 800 Euro in der Basisversion, aber es ist gerade etwas, was mich sehr, sehr, sehr anspricht. Erinnert halt einfach an die guten alten Zeiten, ne, von iPhone 4, 4S, 5, 5S. Das ist halt im Endeffekt Mini-Größe. Gut, wobei das hier wahrscheinlich immer noch größer wird. So, kann man es denn hinstellen? Ja, auf die Ecken, also auf die Seiten, auch mit den Tasten. Gar kein Problem, wer da irgendeine sichere Unterlage hat, um damit Fotos oder sowas zu machen. Das geht natürlich. Mit den Kameras, 2x12 Megapixel, einmal Hauptkamera, einmal Weitwinkel. Ja, wackelt durch die kleinere Abmessung vielleicht sogar ein bisschen stärker als andere. Ne? Ja, das wackelt, nein, ich will hier nicht in eine andere Sprache, das wackelt deutlich mehr als zum Beispiel eben das Max, was nicht so viel wackelt, weil der Abstand größer ist, trotz drei Kameras, die rausragen. Ne? Das ist hier was, naja, muss man halt gucken beim Scrollen. Nicht so sehr auf der rechten Seite scrollen, eher links scrollen, dann wackelt da auch nichts. So, und das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Schönes Teil, also und vor allem das Rot. Warum gibt es das Große nicht als Rotes? Das soll es jetzt gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.